Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together The Forest. Ach du Kacke. Ja, auch heute dabei unser Dr. Disco, Manny und Alina. Wir kriegen Gesellschaft. Ja, beide hinter mir. Ich lock sie weg. Alles klar, lock sie beide weg. Ich komme hinterher, ich zünd sie an. Boah, die fällen hier alle Bäume. Geil, Junge. Scheiße. Zweiten Molly daneben geschmissen. Mike und Molly? Scheiß die Wand. Geil, Mann, die fällen uns schön die Bäume. Romano, hol den Bollerwagen, ja? Hier ist noch ein paar Bäume, komm her. Du fällst eine Kreatur. Wenn die so die Beine aufmachen. Naja, hat was, ne? Oh, sie hat mich angemuschelt. Hat sich ausgefotzt für dich. Hallo. Köpft hier jeden Baum, ne? Das ist geil. Boah. Ja, wie ihr vielleicht schon seht, in der Folge haben wir eine kleine Invasion vor uns. Und wir kriegen Holz. Holz ohne Ende. Ich würde sagen, macht erstmal die Fallen, ja? Scheiße! Hast du Muschelklaus eigentlich schon gelegt? Oh, es gibt was für Lau! Du Huren! Komm her. Die wird gegessen. Von den Füßen zuerst. Mitnehmen. Kann ja was essen. Anni? Ja. Da hinten liegt Muschelklaus, alles klar. Erstmal spachteln. Die Leiche kannst du irgendwo direkt aufs Feuer legen. Die Leiche. Hol schon mal beide Bollerwagen, ja? Bollerwagen. Guck mal, der eine liegt schon hier, perfekt. Gut, dann machen wir das Ding mal direkt voll hier. So. Läuft ja wie geschmiert. So, würde ich sagen, machen wir erstmal die Hütte, wa? Anschließend gucken wir dann, dass wir den Garten fertig kriegen. Hier, guck mal. Guck sofort. Kannst du den zweiten Wagen rausfahren? Was ist das denn? Das konntest du hochheben? Der Kopf von dem, den können wir aufhängen. Ist denn die. Ernsthaft? Ja, häng den auf jetzt in der Bude. Ja, mach mal. Geil. Hier draußen zur Abschreckung. Ah, scheiße, einer muss mir so ein Ding bauen. Ist einer am Haus vielleicht? Oh, ich denke schon. Ich gerade sagen, hier direkt über der Tür. Ja. Oh geil! Ui, ui, ui. Guck dir das mal an, Junge. So, drei Stück noch. Dann kümmere ich mich um die Brücke hier vorne. Fettes Ding. Schlepp da noch einen rein. Obwohl, ich mach selber. Der andere Fett sagt, den seinen Kopf können wir auch aufhängen. Ja, wollte ich gerade sagen, hol den mal direkt. Hier war der und wo war der andere? Ah, hier. Auf den. Ups. Toll! Was ist?
zweimal auf den draufgehauen, ist der despawned. Ja? Was das denn, ey? Wahrscheinlich lacht er zu lange, wa? Abgefault. So, wir wollen Freies bauen. Eine Treppe. Oh, wir haben schon wieder Besuch. Ich komme hier gar nicht hoch, ey. So. Zudem glaube ich aber auch, dass ich hier irgendwas Falsches ausgewählt habe. Muss ich eher eine Plattform rüberziehen oder... Baumbrücke. Das ist wahrscheinlich das, was wir suchen, oder? Nee. Das geht nur von Baumhaus zu Baumhaus. Leider. So, und hier mal ein kleines Problem, ne? Was denn? Ich komm so nicht auf das Dach. Ich könnte versuchen, von da aus ein Seil rüber zu ziehen, dass ich da rüber gleiten kann, aber... Falls bauen, ob das hinhaut, ist eine andere Frage. Ja, es klappt. So, temporär habe ich erstmal was hingestellt. Wenn ihr Zeit habt, kommt mal ganz kurz vorbei. Also rüber geht's erstmal auf jeden Fall. Baumstämme. Wir brauchen Baumstämme. Jede Menge Baumstämme. So, wenn ich das schon mal habe, kann ich drüben weiterbauen, ja? So, 4 Stück noch. Ihr könnt, wenn ihr wollt, mit den Beeten schon mal loslegen, ne? Ich bin gerade auf der Yacht drauf. Ich glaube nicht, dass du da reinkommst, Romano. Nee, wegen Snacks und Dosen. Gibt's da viel? Money ist ja am eskalieren, ey. Greenpeace, hast den Trick. So, dann wollen wir doch mal gucken. Jetzt ziehen wir erstmal eine Brücke hier vorne rüber. Gerade erstmal Wand. Wir brauchen eine Wand. Lagerung, freies Bauen. Ja. Doppelte Wand? Ja, ne? Oder reicht eine einfache? Ich würde sagen, eine doppelte. So breit ist das ja gar nicht. Nehmen wir die jetzt hier weg.
Ja, perfekt. So können wir stehen lassen. Jackpot. Geil. So, ich habe ja was für euch. Wollt ihr mal gucken? Leute, können wir jetzt wieder abreißen. Und der macht auch schon Fortschritt hier. Unser kleiner Garten. Ich habe hier ein bisschen mal was abgeholzt. Bisschen ist gut. Wenn die Ureinwohner kommen, die kriegen einen Herzstillstand. Alter. Guck nur, dass nichts in die Base reinkracht, ja? Ja, ja. Ich würde sagen, die Mauer machen wir jetzt zum Schluss, wa? Wir müssen gleich auf jeden Fall mal gucken, dass wir irgendwie eine kleine Verteidigung aufbauen. Weil Baumstämme haben wir, wie gesagt, erstmal genug. War schon wieder leer. Brauchst du Benzin? Ich kann dir was geben. Nee, ich hab noch. Ich kann dir was pumpen. Nee, ich hab noch. Das geht aber auch schnell mit dem Moped. So, Alina, haben wir's fast, wa? Ja. So, 5 Stück von den Dingern noch. Vorsicht. Und dann sind wir da. Ist der Sprit erstmal alle? Denkt der Manni, komm jetzt hier. Alter, weißt du, wie viel Holz hier liegt? Das sieht aus wie. Aber der halbe Wald ist weg. Ich kann da so reingucken. Jetzt lass mal eben erst aufsammeln, bevor du weitermachst. Sonst despawn die. Ja, ja. Ja, lass mal an, wie viel Holz hier liegt. Ja, ich weiß. Alter Vater, ey. So. Oh. Es geht los. Das ist doch geil. Wo ist denn der Bollerwagen? Den würde ich jetzt gerne mal vorfahren. Machen wir das einfacher. Romano, hilfst du mir kurz? Ja, sofort. Was baust du denn da vorne hin? Was ist mein, das? Mein neues Zuhause. Der Sarg. Ach, der Sarg ist das. Wisst ihr, was ich mich wundere? Oder was ich mich frage? Ob ich da drin auch speichern kann und mich reinlegen kann? Das versuche ich herauszufinden, deswegen baue ich den. Ja. Warum baust du das denn nicht im Haus? 3 Stück für uns. Warte, reiß ab, Romano. Nein! Hier draußen schön am Wasser. Schön am Wasser. Ja, damit die Wenn will am Wasser aufbläht. Begraben werden. Alter, weißt du, wie das stinkt? Wir müssen noch angeln, ne?
Da kommt kein Fisch mehr, Junge. Boah, da werden die Fische erst richtig dick, sag ich dir, wenn der ins Wasser geht. Dann ist das wie der Goldi bei uns im Wasser, im Teich, Romano. Der versucht damit umzuspringen. Findet Nemo. Ey, aber. Manni. Weißt du? Manu, erzähl ihm mal, was Goldi macht. Wir haben einen Koi bei uns im Garten, ja? Ja. So. Mittlerweile, ich sag mal, wenn ich am Wasser bin, die wissen genau, von mir gibt's Fressen, weißt du? So, und jedes Mal, wenn wir im Sommer da gewesen sind und ich am Wasser war, hat der Fisch versucht, mit uns zu sprechen, ne? Okay. Ohne Spaß jetzt. Er kam mit dem Kopf aus dem Wasser raus und so mupp, 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 die ganze Zeit. Ja, wenn er was sagen wollte. Er muss halt essen, Mann. Die lassen sich auch kraulen wie so ein Hund, ne? Drehen sich richtig auf den Rücken, damit du es am Bauch kraulst. Geil. Die gehen richtig ab, die Tiere. So. Wo macht kein Krach? Sehr schön. Ein paar Gesundheitsmischung machen hier. Jetzt gucken wir mal, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Hier eine Wand drüber ziehen. Nope, der sagt, es ist nur Deko. Schade eigentlich. Gut, dann schleppt man mal das Holz ins Haus, wa? Warte, ich habe was falsch einkalkuliert. Das ist jetzt ärgerlich. Was denn? Ja, die Baumstämme hin. Nein, ich muss das hier wegmachen. Zeige ich euch gleich warum. Nicht so ganz wie ich das mal. Warte mal, hier stimmt doch was nicht. So, so ist richtig. Da muss ich mal eben ganz kurz unten gucken, ob das so hinhaut, wie ich mit. Ja, das haut hin. Perfekt. So, jetzt kommt der schöne Teil. Oh, hier ist ein Eingeborener. Wenn die Theater machen, sag Bescheid. Kriegen direkt Hackengold. Gesichtskino und sowas. Oh ja, hier ist Tittentina. Das ist nicht gut. Ich komm raus, warte. Ja. Die wackelt mir hinterher. Mir sind zwei Dödels. Oh, hier ist ein Topf. Waren hier nicht mal Zelte? Ich glaube, da waren sogar mal Zelte. Tittentina und Tango Klaus. Auf dem Weg. Hier ist so ein Gekreuzigter, der auf mich zukommt. Wo ist der denn? Ah, hier. Ach so, ich dachte, du meinst Muschi Klaus. Ne, hier ist Keulen Klaus. Brenn, Baby. Oh, so, hast du jetzt davon.
Ja, du siehst, dass der weiße Mann hier war. Entfernen wir die ganzen Baumstümpfe hier. Kann man die wegkloppen? Ne, warte mal, lass die mal dran. Nicht kaputt kloppen, Romano. Wenn die kaputt sind, respawnen die nicht. Ja, aber in dem Garten? Ne, die kannst du rauskloppen, wenn du möchtest. Ja. Du hast recht. Das meine ich ja. Haben wir alles jetzt schon aufgesammelt an Holz? Ja, ne? Das ist ja ein Ding. So, die obere Hütte würde ich sagen, lassen wir erstmal stehen. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Garten. So. Da habe ich schon was Schönes, was wir gleich machen können. Oh, das wird ein Spaß. So, das geht auch. Mhm. Wir brauchen Seile, und zwar jede Menge. Hier am See liegen immer welche. Boah, die betet mich an, die Nutte. Ja. Boah, die singt, Alter. Boah, die machen dann so... Ey, knie dich hin, Schlampe. Hast ein Bückstück gefunden. Ich will auch mal sehen, komm. Komm her. Guck mal hier, die kniet vor mir, Junge. Tittentina. Betet mich an. Hier liegt ein Verbrannter, ne? Die singt mir ein Liedchen. Und warte, warte, halte still. Sicher, dass du sie nicht an deiner Flöte spielen lassen möchtest? Die ist echt splitterfasernackt, die Alte. Fass mich an und ich knall dir eine. Und der Stein ist schon grausam, ey, wenn du damit zuhaust. Oh, wann fallen denn die Dinger ab? Ich schlepp dir mal eben was ins Lager, ja? So, meine Freunde, leider endet das Spiel zu lange heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Together The Forest. Es bleibt spannend. Bis die Tage.